Da wäre ich eigentlich auch sofort lang gegangen und nicht in den anderen Raum. Okay, Cutscene. Nee, doch. Zack, Willy is calling for us. Ja, gut, dann folgen wir halt dem Hund. Also langsam kann ich mir den Fall überhaupt nicht mehr zusammenreimen. Ich meine, ich finde es irgendwie ganz cool mit diesen ganzen Opfern und so. Ich mag das ja total. Aber warum, wieso, weshalb, ne? Tür ist auf. Okay. Und? Ich vermute mal ganz stark, dass wir hier lang müssen. Okay. Office Room. Vielleicht hatte sie mit irgendjemandem noch Kontakt oder sonst irgendwas. Oder vielleicht hat sie einen Abschiedsbrief hinterlassen. Wäre auch merkwürdig, ne? Da hinten geht's lang. Darf ich trotzdem hier gucken? Da ist nichts weiter, okay. Na gut. Ich darf auch nichts großartig observieren oder so. Ich muss einfach dem Hund folgen und gut ist. Private Room, okay. Hat sie denn eigentlich auch selbst hier in der Galerie gewohnt, in so einem Wohntrakt, der gleich mit drin ist? Das weiß ich gerade gar nicht. Sieht so aus, doch, ja. Okay, da ist eine Tür noch, die gucken wir uns auch gleich an. Da ist nichts weiter. Ja, ja, ich sehe schon, da ist eine blutige Tür. Oh, vielleicht darf ich mich hier gleich wieder im Schrank verstecken. Ah, ich könnte mir das sogar vorstellen. Die Tür ist nicht verschlossen. Gut. Rein da. Badezimmer. Da können wir uns wieder rasieren. Machen wir mal, ne? Ich treibe die Spannung noch ein bisschen auf die Spitze. Gibt's da wieder ein bisschen Geld, das wir nicht brauchen. Wir suchen gerade hier... Also wir ermitteln gerade in einem Mordfall und wir rasieren uns erstmal in der Wohnung des Opfers. Stabilisator. Mehr ist sie nicht, oder was? Ernsthaft? Die Blutspur hört hier einfach so auf, da. Und das war's? Wie? Das war's jetzt hier drin. Gehen wir mal raus. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas. Das kann ja alles gewesen sein. Da ist was hinter. So. Ach, guck mal an. Pflanzen von Käsen. Gib Gäsen. Ist er da unten eingesperrt? Willy, are you out there? Kaysen, what are you doing in there? York, is that you? Thank God, I can't get this door open. Can you unlock it from your side? Kaysen, stand away from the door. Okay, jetzt muss ich erstmal alles hier zusammenreimen hier. Where's Diane? And what are you doing here? I was going to ask you the same thing. Well, let's just say I have my reasons, you know, private reasons. I don't really have to tell you, do I? Actually, you do. Diane just died a moment ago. What? You're not just a key witness now. You're now a suspect. And you need to tell me exactly what you were doing here. Well, I just came here to talk with Diane, to have a conversation. And I suppose that kiss mark on your cheek is from your conversation. This was just a spur-of-the-moment thing. Which is exactly what killed Diane. Okay, okay. I came here to be with Diane. You happy now?
We've been together before, a couple times. It's one of the reasons why I like coming to this town, see? This time is no different. I bumped into her in a bar in Seattle. I had some holiday coming up. Well, so I just took it, and I drove her back here. I have a wife, you know, but we've been separated for a while. We're going through a divorce right now, and I don't want her lawyer finding out. Anyway, how could I kill Diane if I was in a room locked from the outside? 2 hours ago, me and Diane, we were taking it easy, drinking upstairs. We were, you know, enjoying ourselves. Then Nick had to show up. Well, then Diane had a sudden change of heart. She locked me up in here. I've just been here, waiting for her to come back, of course, but she didn't. I heard footsteps a couple of times, but they just passed by. Well, then I couldn't wait anymore, so I let Willie here out through the window. Then you showed up instead of Diane. Es klingt jetzt nicht. Become the third victim of our killer. Mm. And nada from questioning Nick. Nothing. Got no new leads from questioning Nick. He's taken the death of Diane really badly. In shock, the works. He claims to have liked talking with her about art. But he also had a problem with her views about men. He says that they argued, but not at a level that would lead to a murder. They were about to head out to the bar again together. But while he was waiting for Diane, someone knocked him out cold. He has no idea who it was, either. Of course, Kaysen looks like a prime suspect. But that door was locked from the outside. There was no other way in or out of that room. Which means there is no evidence of his involvement at this time. He did say something else. The footsteps he heard outside the room were not heels, but a man's boots. And Nick was wearing boots. But now that Diane's dead, no one can back up Nick's statement. Which is why we have Nick in custody and have to let Kaysen go free. That seemed like the only option, at least for now. One more thing, Zach. George looked terribly depressed. I guess this case is really getting to him. He's feeling responsible for the deaths of Becky and Diane. Take his rules and confidence away from him? I wonder what's left. Well, of course, he'd still have muscle. Ich halte tatsächlich Kaysen auch nicht für verdächtig. Ich fand, auch wenn das vielleicht alles komisch klang, aber seine Begründung mit seiner Scheidung und so, das klang alles schon irgendwie plausibel. Und Nick traue ich das einfach so nicht zu. Der ist kein Killer, der ist einfach nur blöd. Ich denke, dass keiner von den beiden unser Mörder ist. Da ist noch jemand. Ich könnte nicht mal hundertprozentig sagen, ob es ein Mann ist, aber wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass George es ist. Das läuft auch so ein bisschen drauf hinaus, finde ich. Aber dafür ist er tatsächlich, glaube ich, zu niedergeschlagen. Aber natürlich war er vor Ort. Ne? Er war die ganze Zeit bei Diane vor Ort und hätte das alles arrangieren können. Zeitlich könnte George das gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Kartoffeln stillen den Hunger ein wenig, das ist richtig. Also es ist weiterhin immer noch spannend und ich bin echt total neugierig, wie das Ganze jetzt mal aufgelöst wird. Wie es jetzt weitergeht vor allem. Nachher ist Polly die Mörderin oder hier ist Sigourney, die ist ja auch so bekloppt. Puh. Tja, da stehen wir wieder. First Anna, then Becky. Now, Diane. I'm not looking forward to writing this investigation report. Uh-huh. Agent Morgan. York. Do you have a moment? What is it, George? There's something I'd like to talk to you about. Do you have any time later? Can't we just do it here?
If possible, I'd like to go to a bar. Of course, we don't really have to. A bar? Now that sounds like a good idea. Zack, what do you think? We can go drinking with George or turn him down and head back to the hotel. Nee, wir gehen ein Trinken. Ja, denke ich auch. Der soll sich mal was von der Seele reden. Ich glaube, ihm bedrückt was und es sind nicht nur die Mordfälle. Irgendwas ist da. Er hat ja auch seine ganzen Narben und ich denke mal, vielleicht erfahren wir jetzt mehr über ihn. George, that scar on your cheek. Where did you get it? This? Didn't I tell you? Well, it's not from work. I got it when I was a kid. A childhood injury. Tree climbing? I used to get a few scrapes myself climbing the big tree in our backyard. I used to climb it a lot. And fall out of it a lot. This wasn't anything like that, though. It was my mother. She did it. I'm sorry, George. Don't worry. It's ancient history. The world is flooded with unreasonable violence. The strong overpower the weak. Adults over children, men over women, and criminals over their victims. I have no memories of my father. He left before I knew him. My mother would hit me every time I asked why. And it didn't stop there. If I ate too slow, left my shoes scattered around, TV volume too loud, she found reasons to hit me. Hit me bad. The worst was what she called the tree punishment. She'd whip my back with these thin tree branches like a whip. Please, Mama. I won't do it again. That hurts, Mama. I'm sorry, please. I'm sorry. Tree punishment was definitely the worst, I tell you. Just hearing those words used to make me shiver and want to pass out. And that's why I didn't want to show you those scars on my back. Every time after the tree punishment, she'd always say the same thing. This is hurting the tree more than it is hurting you. And me, being a naive, dumb kid, I believed her. I went to the woods to apologize to the trees. I kept asking myself, why is she hurting me this way? I thought long and hard about it. In the end, I just figured I'm weaker than her. That's why. It's the law of Mother Nature at work. The strong eat the weak. But now, you have the power to protect the weak. That's right. Perhaps I should thank my mother for guiding me into this line of work. York. I've been an arrogant fool, haven't I? And if it weren't for me, both Becky and Diane would still be alive. I could have saved them both. You know, it's almost like they died because of me. You're out of your mind. I invited you to this bar for a drink. But I guess this bar is my confession chamber, and I wanted you to listen. And to tell you, well, you must already hate me for causing all these problems, not following your orders. York, I'm sorry. I'll follow your orders from now on. You'll have my total cooperation. George, you've been as cooperative as you can be. You even invited an FBI guy to a bar for drinks. You've done a good job protecting this town. And the folks here respect you for that. Nobody can blame you for anything. Thanks. I do feel a little better. Das fand ich ja mal eine nette Unterhaltung. Allerdings hat uns das nicht viel weitergebracht. Ich dachte, wir erfahren jetzt ein bisschen mehr über seine... Ja, über die Narben schon, aber...
Aber ist es das, was ihn wirklich bedrückt? Since we're here, why don't you talk to a few other people? I'll just finish off my drink. Let me know before you leave, okay? Ja gut, ja. Ja gut, dann gucken wir mal. Vielleicht können wir ja mit Carol jetzt nochmal reden. Vielleicht ist sie jetzt ja ein bisschen gesprächiger. Hey, Carol. Becky is dead. Diane, too. We've got Nick in custody as a suspect. Nick didn't do it. I know. Carol, you took a locket from Diane, didn't you? A locket with this mark on it. I'm busy, gotta go. Ja, interessante Szene auf jeden Fall. Tja. Ich glaube, wir brauchen mit Carol jetzt, glaube ich, nicht nochmal sprechen. Wir sollten ja George Bescheid sagen, wenn wir gehen wollen. Da war gerade noch was zum Besprechen oder Observieren. Hallo? Nur einer der normalen Bürger, hat nichts mit dem Fall zu tun. Okay. Ja. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Carol eventuell auch noch drauf geht, weil sie so ein bisschen ins Profil reinpasst. Ne? Ich werde mal eben kurz abspeichern hier vorne, das machen wir mal eben. Und dann würde ich, glaube ich, George sagen, dass wir aufbrechen, weil ich glaube, ich sollte ihn nach Hause fahren, weil ich glaube, er hat zu viel getrunken. So, das machen wir mal eben. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht am nächsten Tag noch was reißen können. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt am besten fortfahren. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die irgendwann kommt. Wir werden uns noch mit diesem Mr. Stewart treffen, das weiß ich noch. Der wird ja auch nicht hinter den Morden stecken, das glaube ich nicht. Vielleicht sein Butler, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber, weil der auch ein bisschen merkwürdig ist, aber gut. Ich glaube, wir sagen George mal Bescheid. Können wir ihn mal observieren? Halt. Ein ernster Charakter gibt aber gern an und was wetteifert gern, darum ist er wohl Boss. Ja. Dann wollen wir mal gehen. Oh. Sorry to keep you waiting, boys. Zack. Emily. Emily is already a goddess of the forest.